Ja, meine Damen und Herren, ich bin jetzt hier mal runter zwischen die Delegierten gegangen. Wir wollen natürlich auch mal hören, was die Delegierten hier zu der Entwicklung der letzten zwei Monate sagen. Und ich habe mich mal hier zu den Niedersachsen geschlichen. Und zunächst möchte ich gerne sprechen mit Andrea Schröder-Ehlers, weder verwandt noch verschwedert mit dem ehemaligen Bundeskanzlerin, Frau Schröder-Ehlers. Schon Ende Januar, als Sigmar Gabriel gesagt hat, er verzichtet und dieser Hype so aufkam, hatte ich das Gefühl, wird man eigentlich dem scheidenden Vorsitzenden damit gerecht? Denn aller Brass, der lädt sich ja auf dem Rücken von Sigi ab. Nein, Sigmar hat eine wunderbare Arbeit geleistet. Er hat wirklich 7 Jahre lang uns gut geführt. Wir haben viele Erfolge ihm auch zu verdanken. Aber durch die Nominierung und durch den Vorschlag von Martin Schulz ist dann wirklich so ein Tropfen aufgegangen. Und das war toll. Also das hat natürlich die Stimmung richtig beflügelt. Aber man muss sich schon fragen, woher kommt denn dieser Hype? Die SPD ist ja wie befreit, als wenn die Zeit unter Sigmar Gabriel so wie mit Blei belegt worden wäre. Nein, sie war nicht mit Blei belegt. Ich glaube, er war genau der Richtige zu seiner Zeit. Und jetzt ist die richtige Zeit für Martin Schulz. Er als Europäer, bekennender Europäer, ist genau der Richtige für diese Zeit, die wir jetzt erleben. Vor 7 Jahren sah auch die sozialdemokratische Welt ja noch ganz anders aus. Ja, es hat sich so viel verändert. Und jetzt ist Martin Schulz die richtige Antwort dafür. So was haben die Demoskopen noch nie erlebt, diesen Aufschwung, den die SPD in den letzten 1,5 Monaten getan hat. Worauf führen Sie das zurück? Was erwarten Sie von Martin Schulz? Martin Schulz findet die richtige Sprache, Martin Schulz findet die richtigen Antworten jetzt und damit ist er genau der richtige Kandidat für diese Zeit, die jetzt vor uns liegt. Wir haben die Rechtspopulisten all überall und er ist genau das richtige Gegenbeispiel dafür, wie es auch gehen kann, wie man die Zukunft richtig und gut gestalten kann, freiheitlich, demokratisch, im Gegensatz zu den Populisten, die überall auftauchen. Es ist völlig verständlich, dass die SPD mal wieder den Kanzler stellen will. Dennoch hat die SPD ja jahrelang mitregiert. Also es ist doch schwierig für Martin Schulz, eine Politik zu kritisieren, die er teilweise sogar selber mit zu verantworten hat, denn er sitzt seit 1999 im Präsidium der Partei. Na, wir haben in der Zeit, wo wir regiert haben, ja auch viel durchgesetzt. Also wir haben in der Koalition ja eine ganze Menge Projekte durchgesetzt. Wir sind nur nie so richtig durchgekommen mit dem, was wir da auch geleistet haben. Und mit Martin Schulz können wir jetzt auch die Erfolge, die wir in den letzten 7 Jahren erarbeitet haben, richtig präsentieren. Vielen Dank, Frau Schröder-Ehlers. War das aus dem Landesverband Niedersachsen. Wir wollen jetzt mal hier rübergehen zu den Hessen, zu einem alten Fahnsmann, nämlich Rüdiger Veit, lange Jahre Bundestagsabgeordneter. Herr Veit, wenn wir jetzt mal die Euphorie sehen, die Martin Schulz hier auslöst, muss man zunächst fragen, was hat Sigmar Gabriel falsch gemacht? Ich persönlich halte sehr viel von Sigmar und habe mit ihm auch ein sehr intensives und gutes und freundschaftliches Verhältnis gehabt. Insofern kann ich nicht von Fehlern sprechen. Aber es ist jetzt gut, dass wir ein neues Gesicht an der Spitze haben werden. Das merkt man ja ganz offensichtlich, nicht nur an den Neueintritten in der Partei, sondern auch an der Resonanz in der Bevölkerung. Also, dass Martin Schulz nicht über Wasser gehen kann, das wissen wir. Aber dennoch hat man in den letzten Monat den Eindruck, er könnte das, denn die Zahlen explodieren ja. 13.000 Neueintritte, noch vorgestern waren es 12.000. Also man kommt ja gar nicht mehr mit. Was ist denn da los? Ich bin froh, dass es so ist und ich hoffe, dass das so bleibt. Die Erklärung dafür kann ich Ihnen auch nicht umfassend geben. Wie gesagt, ich freue mich und ich hoffe, dass das bis zum 24. September 18 Uhr mindestens so bleibt. Faszinierend ist ja, dass Martin Schulz alle Flügel mitnimmt. Die SPD ist ja keine leichte Partei, das wissen auch Sie. Was erwarten Sie denn? Sie standen immer ein bisschen mehr auf dem linken Flügel. Wird die Politik linker werden bei der SPD? Ich wäre froh, wenn sich das weiter in die Richtung entwickelt, lege aber schon Wert darauf, dass es unter Sigmar Gabriels Führung auch gelungen ist, ein Stück weit weg von der eher neoliberal ausgerichteten Politik von Gerhard Schröder zu kommen. Mit dieser Politik stand ich gelegentlich nicht immer nur auf freundschaftlichem Fuß. Aber dieses Verdienst von Sigmar Gabriel sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und das wird jetzt fortgesetzt durch Martin Schulz. Jetzt werfen viele Martin Schulz vor, in den letzten Reden, da fischt er die Menschen, das kann er sehr gut, das ist seine Hauptstärke, aber er ist inhaltlich noch nicht konkret genug. Man muss sich natürlich auch fragen, soziale Gerechtigkeit, ein uraltes sozialdemokratisches Thema, war es denn bisher ungerecht? Die SPD hat immerhin seit 1998 mitregiert, außer 4 Jahren. Also was ist da schiefgelaufen in den letzten Jahren? Also als linker Sozialdemokrat tut es mir leid, einräumen zu müssen, dass trotz unserer Mitwirkung an der Regierung das Gefälle zwischen Arm und Reich in Deutschland eher etwas größer geworden ist als kleiner. Und das ist unsere dauerhafte Aufgabe, das wieder zusammenzuführen. Rüdiger Veit war das, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Veit.